Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Redispatch 2.0 und es wird die nächsten Wochen regelmäßig um den Redispatch 2.0 gehen, denn wir starten eine Content-Serie und auch eine Content-Partnerschaft. Dazu aber mehr wahrscheinlich im nächsten Video. Ihr werdet aber am Ende dieses Videos schon mal ein paar Sachen erfahren, die ihr erwarten dürft. Der Redispatch 2.0, er kommt ja formell betrachtet zum 1. Oktober 2021 und ändert relativ viel für die Netzbetreiber und für die Anlagenbetreiber von Einspeiseanlagen, dazu gleich mehr. Wenn er allerdings zum 1. Oktober 2021 in Kraft treten soll, dort also regulatorische Rahmenbedingungen, Datenformate, Prozessabläufe und so weiter laufen sollen, müssen die natürlich ein paar Monate vorher schon IT-seitig und auch personalseitig umgesetzt werden. Die Leute müssen wissen, was sie jetzt anders machen müssen und wie sie es in ihren IT-Systemen anders machen können. Das heißt, diese Thematik, die drängt natürlich und die kann nicht erst Richtung Oktober nächsten Jahres genauer betrachtet werden. Wir werden jetzt also wahrscheinlich alle 2, 3 Wochen hier einen neuen Beitrag zum Redispatch 2.0, zu den Details, die da kommen, veröffentlichen und das Ganze auch nochmal in Blogform bei unserem Partner mit veröffentlichen. Das wird relativ spannend. Was ändert sich vor allem? Ich habe schon mal angedeutet, die Netzbetreiber ändern sich, die das Ganze regulieren. In der Vergangenheit wurde der Redispatch nämlich von den 4 großen Übertragungsnetzbetreibern gesteuert. Jetzt wird er durch die 900 Verteilnetzbetreiber gesteuert und die übernehmen vordergründig die Verantwortung für den Neueinsatz oder die Regulierung von Erzeugungskapazitäten. Das bedeutet, nicht mehr nur die 4 ÜNBs müssen steuern und müssen ihre Engpässe damit optimieren. Nein, 900 Verteilnetzbetreiber müssen entsprechende Prozesse, Schnittstellen und so weiter umsetzen und das Ganze auch mit ihrem Personal auch entsprechend tagtäglich operativ umsetzen. Das ist natürlich schon mal ein ganz schöner Sprung nach vorne, aber der gleiche Sprung ist eben auch zu sehen bei der Erzeugerseite. Bisher war im Redispatch vor allem die große Kraftwerkskapazität über 10 Megawatt Leistung betrachtet worden. Im Redispatch 2.0 sind alle Kraftwerke ab 100 Kilowatt, also alle Einspeiseanlagen auch ab 100 Kilowatt Erzeugungskapazität in der Betrachtung, gleichzeitig aber auch noch kleinere Anlagen, die fernsteuerbar sind, also die in einer Smart-Meter-Infrastruktur oder anderer Rundsteuertechnik mit vernetzt sind, die sind theoretisch und vielleicht auch praktisch mit in der Regulierung des Redispatches 2.0. Wenn wir jetzt schon drüber sprechen, ja, all diese neuen Anlagen, dann heißt das ja auch, die müssen eine gewisse Reihenfolge haben, um genutzt zu werden für diesen Redispatch, also für den Neueinsatz, für die Regulierung der Einspeiserkapazität. Und dafür gibt es dann eine Redispatch Merit Order, also eine Reihenfolge, die eben sagt, dieses Kraftwerk ist am besten, um diesen Engpass zu lösen und dieses ist auf Platz 2, Platz 3 und so weiter. Und jetzt spielt da ja noch was mit rein. Erneuerbare Energienanlagen und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die natürlich bei 100 Kilowatt schon mit inbegriffen sind, die haben ja nochmal verschiedene andere Priorisierungen aus den diversen Gesetzen heraus. Die müssen priorisiert einspeisen und abgenommen werden. Das heißt, es gibt sogenannte Mindestfaktoren und das ist praktisch ein Faktor, der sagt, die erneuerbare Energieanlage muss so und so mal besser und geeigneter und effizienter sein, um diesen Engpass zu lösen, bevor sie überhaupt reguliert werden dürfte. Und ganz genau festgelegt wurden diese Mindestfaktoren auf 10 für Erneuerbare und 5 für KWK-Anlagen. Das heißt, die erneuerbare Energieanlage muss 10-mal so effizient sein, um den Engpass zu lösen, als eine vergleichbare fossile, konventionelle Erzeugungskapazität, damit sie im Rahmen des Redispatch 2.0 genutzt werden darf. Das ist dann schon mal eine weitere Grundlage, um dann noch auf verschiedenen anderen Daten heraus sagen zu können, diese Anlagen sind eben in einer bestimmten Reihenfolge zu betrachten, um diese potenziellen Engpässe, das heißt Überlastung oder Unterlastung im Netz zu lösen. Das ist schon mal ein riesiger Aufwand, der jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch gemacht werden muss, um eben zu sagen, in meinem Netzbereich habe ich so und so viele Anlagen und muss die in eine gewisse Reihenfolge auch bringen, um Engpässe in verschiedenster Richtung und Auswirkung zu lösen. Jetzt funktioniert diese Regelung ja aber auch auf verschiedene Weisen. Na, manche Anlagen sind fernsteuerbar, die können also direkt durch den Netzbetreiber hoch und runter geregelt werden, zumindest in einem bestimmten Rahmen, bis zu bestimmten, sagen wir mal, Kapazitäten runter geregelt werden, ohne dass es ein technisches Problem gäbe. Und insoweit sind auch nur diese Kapazitäten jetzt in dieser Berechnung der Reihenfolge zu betrachten. Das heißt, wie effizient und flexibel ist eine Anlage, desto weiter vorne ist sie auch in der Reihenfolge in der Redispatch Merit Order.
Die andere Variante, wenn es gar nicht so sehr um die Fernsteuerung geht oder gerade wenn man den Engpass schon vergleichsweise früh weiß, ne, man weiß, der wird es demnächst kommen, dann kann man das Ganze auch über den klassischen Weg des Fahrplans optimieren. Das heißt, Kraftwerke liefern ja einen Fahrplan, die Einsatzverantwortlichen und die Anlagenbetreiber von auch kleineren Anlagen müssen teilweise einen Fahrplan liefern, der eben auch sagt, meine Anlage wird so und so produzieren in den nächsten Stunden, Tagen, Wochen. Und da könnte es einfach sein, dass eine korrigierte Meldung, ein korrigierter Fahrplan jetzt zurückkommt vom Verteilungsbetreiber an zum Beispiel den Bilanzkreisverantwortlichen oder den Einsatzverantwortlichen und eben sagt, diese Erzeugungskapazität soll zu Zeitpunkt X jetzt aber folgendermaßen laufen. Und dementsprechend ist der Redispatch 2.0 auch schon umgesetzt, weil dann wird die Anlage eben anders produzieren und der Engpass kommt gar nicht erst. Das ist ja der Weg und der Sinn, dass wir jetzt eben plötzlich diese Engpässe, diese Probleme im Stromnetz vorher erkennen und auch vorher schon gegenwirken, nicht erst reagieren, sondern vorher schon optimieren. Das Ganze läuft dann noch mit verschiedensten Rahmenbedingungen. Zum Beispiel, wie berechnet man jetzt eigentlich die ganz konkrete Ausfallarbeit, also das, was wirklich nicht produziert wurde im Rahmen dieser Regelung? Weil der Anlagenbetreiber hat ja damit gerechnet, dass er produziert. Also auch seine Wirtschaftlichkeit ist ja davon abhängig, dass er so produziert, wie er es plant. Wenn er es runtergeregelt wird, dann geht ihm ja ein bisschen Geld flöten und dementsprechend muss man diese Ausfallarbeit, so nennt sich das dann, berechnen. Dafür gibt es verschiedenste Rahmenbedingungen, wie man das Ganze macht. Dafür gibt es Leitfäden. Dann geht es ja aber auch noch weiter. Dann ist dahinter natürlich ein finanzieller Ausgleich. Der muss dann geregelt werden anhand dieser Ausfallarbeit. Es geht ja aber auch noch so weiter, dass wir einen bilanziellen Ausgleich machen müssen, nämlich nicht nur das Geld an denjenigen buchen, sondern es gibt ja Bilanzkreise, die damit gerechnet haben, dass es eine gewisse Erzeugungskapazität gibt. Jetzt muss hier der Netzbetreiber gegenbuchen, in den Bilanzkreis gegenbuchen, so als wäre nie was passiert. Und auch dafür gibt es natürlich Rahmenbedingungen, auch dafür gibt es dann Bilanzkreise, zum Beispiel den Redispatch-Bilanzkreis, der mit einem Einspeisebilanzkreis dann gegengebucht werden kann oder wie auch immer im speziellen Fall. Dafür gibt es natürlich Rahmenbedingungen, Prozessabläufe, die genau zu betrachten sind. Dafür gibt es Datenformate, die genau zu betrachten sind und die teilweise noch gar nicht fertig sind, die immer noch weiter diskutiert werden und auch erst noch in der Zukunft festgelegt werden. Das ist natürlich relativ spannend. Dann gibt es natürlich entsprechende Zeitreihen, zum Beispiel die Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe, die genutzt wird, um eben genau diese Ausfallarbeit zu übertragen. Das wird täglich und monatlich gemacht, um eben festzulegen, genau diese Menge wird jetzt in unseren bilanziellen Prozessen genutzt und entsprechend auch dann in die Bilanzkreisabrechnung zum Beispiel mit übertragen. Jetzt kann man sagen, verschiedenste dieser Rahmenbedingungen, die sind schon mal ein bisschen festgelegt. Zum Beispiel hat die Bundesnetzagentur am 6. November, also erst vor wenigen Tagen, einen Beschluss gefasst, den BK 6-20-059 mit drei Anlagen, die schon mal sagen, naja, das sind jetzt die Rahmenbedingungen für den bilanziellen Ausgleich und Grundlagen für den finanziellen Ausgleich. Das sind die Kommunikationsprozesse, die wir vordergründig nutzen werden und das sind die Änderungen an der MABIS. Und das alles zusammen sind schon mal wieder 200 Seiten Dokumente. Dann gibt es ja die Branchenlösung Redispatch 2.0 des BDW. Das sind auch nochmal so ungefähr 200 Seiten, ein bisschen mehr. Und dementsprechend ist es viel, 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 was man durcharbeiten müsste. Wir werden das teilweise hier also schon mal auflösen mit den Videos der nächsten Wochen und mit den Beiträgen redaktioneller Natur unseres Partners auf deren Webseite. Wir werden also versuchen, möglichst viele dieser konkreten Probleme und Prozesse schon mal einfacher und greifbarer zu machen. Und ganz wichtig ist dabei natürlich auch noch, ja, was ist noch die konkrete Auswirkung auf den Alltag, auf die Sachbearbeiter, auf die Entscheider in den Häusern, bei den Verteilungsbetreibern? Was sind die Stammdaten, die jetzt hin und her geschickt werden müssen? Was sind die Planungsdaten, die hin und her geschickt werden müssen? Da werden wir ganz viele Details in den nächsten Wochen und Monaten veröffentlichen. Also allein schon mal mindestens 13 Videos kommen in den nächsten Wochen und Monaten raus, wo wir verschiedenste Details zum Redispatch 2.0 durchsprechen werden. Also, ihr habt jetzt schon mal euch das hoffentlich notiert. Bleibt dran und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Denn hier wird es vordergründig diese Inhalte geben und genauso gut dann die erweiternden Inhalte bei unserem ominösen Partner. Mehr dazu im nächsten Video. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass wir gemeinsam ganz tolle Dienstleistungen rund um den Redispatch 2.0 anbieten. Bei uns natürlich eher der Akademieansatz. Wir erklären die Dinge, wir machen Infomaterial auch für die Mitarbeiter. Auch für die betroffenen Anlagenverantwortlichen zum Beispiel, die dann mit reingenommen werden müssen in die Kommunikation der Netzbetreiber.
Und wir haben dementsprechend aber auch Consulting-Angebote und auch Prozess-Outsourcing-Angebote, wie möglich diverse Dienstleistungsangebote, die hier gemacht werden können. Bleibt dran. Habt ihr erstmal grundsätzlich noch Fragen zum Redispatch 2.0 in der aktuellen Form? Dann einfach unten in die Kommentare packen. Und ansonsten wie immer, like das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.